An was denkst du, wenn du Roboter hörst? Denkst du vielleicht an R2-D2 aus Star Wars? Denkst du an Terminator oder vielleicht doch an Wall-E, den Trickfilm Tropf? Roboter sind ja schon lange unter uns. Rund 4 Millionen von ihnen schuften bereits in der Industrie. Aber sie haben noch viel mehr vor. Was genau, das erkläre ich dir jetzt. Mein Name ist Chiara und das ist Tech Briefing, präsentiert von Kia. Meine Themen tönen ja mega oft nach Science Fiction, aber heute gilt das wortwörtlich. Ein tschechischer Schriftsteller hat das Wort Roboter im Jahr 1920 erfunden und beschreibt einen künstlichen Arbeiter. 100 Jahre später funktionieren grosse Teile der Industrie nur noch dank diesen Robotern. Und der Markt boomt. Allein im letzten Jahr sind laut der International Federation of Robotics über 500.000 neue Industrieroboter installiert worden. Und davon jeder zweite in China. Sie sind auf hochpräzise Arbeitsschritte programmiert, aber haben dann auch ganz viele andere Vorteile, wie zum Beispiel für die Umwelt. Aber auch Service-Roboter boomen. Dazu zählen Transport-, Medizinal- und Landwirtschaftsroboter. 158'000 Profihelfer sind letztes Jahr verkauft worden. Für den Privatgebrauch sind es über 5 Millionen, hauptsächlich Staubsauger und Rasenmäher. Die erledigen die simplen Aufgaben. Dabei können Roboter noch viel mehr. Den Atlas kennst du vielleicht, weil der läuft nämlich auf zwei Beinen wie ein Mensch und kann sogar Saltos. Ein Kollege vom Atlas kann man aber jetzt schon kaufen. Spot ist ein Roboterhund. In Deutschland und in den USA leistet der schon Polizeieinsätze und wird dort angeschickt, wo es für die Menschen zu gefährlich ist. Der Spot kann zum Beispiel Nachtpatrouillen übernehmen und mit künstlicher Intelligenz Probleme erkennen. Überhaupt gibt KI den Roboter noch mal einen richtigen Schub. Kürzlich haben die Entwickler auf Spot nämlich jetzt auch ChatGPT installiert. Und das kennst du noch aus einem anderen Tech-Briefing. Jetzt macht der Spot Führung durch Firmenzentralen mit Persönlichkeiten à Diskretion. Ich persönlich sehne mich jetzt eher weniger nach dem Gassi gehen und guten Gesprächen mit einem Roboterhund. Viel lieber hätte ich gerne einen kleinen Wall-E, wo man meine Wohnung aufräumt und da dabei noch herzig hineinschaut. Kia. Movement that inspires.